Da sind wir auch wieder zurück mit einem kleinen Vorbericht zu unserem Spiel Nummer Spieltag 24 gegen Holstein Kiel. Ja, durch die Niederlage, durch diese unglückliche Niederlage der Partie sind wir bis auf Platz 8 abgerutscht, was unserem Trainerwert nicht so gut tut. Also ich denke mal, steigen wir nicht auf, schmeißen sie uns raus. Also das würde ich jetzt mal so behaupten. Und unser Ziel ist es der direkte Aufstieg. Mit der Mannschaft müsste das eigentlich auch drin sein. Aber ja, wir sind im Moment noch Platz 8. Die ganzen Niederlagen, die wir halt kassiert haben, und unentschieden, sind wir halt noch auf Platz 8. Hier muss heute gegen Holstein Kiel unbedingt ein Sieg her. So, ab geht's. Das Team ist wieder das alte, bis auf unsere Innenverteidigung. Lasse Sobich ist zurück in der Startelf. Dein Partner auf der linken Seite ist Akpo Huma. Sonst ist der Rest wieder so zurückgekommen, wie wir es immer hatten. Mit Köpke und Osave vorne. Da haben wir jetzt hier Oliveira Sousa. Rechts und links haben wir Sobota und Igelke. Buchmann auf 6. Cucurella links, Alot rechts. Und in Verteidigung mit Lasse Sobich, Kevin Poguma. Schauen wir mal, wie wir damit umgehen können. Oh, das kann nicht dein fucking Ernst sein. Wir müssen echt gewinnen. Also es ist knapp. Es sind, glaube ich, 4 Punkte oder 3 Punkte auf Platz 3. Also es ist. Wir müssen nur dieses verschissene Tor treffen. In der letzten Partie auch nicht. Köpke könnte auch mal ruhig ein Tor machen, der hat schon länger nicht getroffen. Also dem würde ich es auch mal wieder gönnen, dass er mal trifft. Ansonsten könnte es sein, dass er uns nächste Saison verlassen wird. Sollten wir in der zweiten Liga bleiben, wird er uns auf jeden Fall verlassen. Weil dann hat er leider nicht das gebracht, was er uns bringen sollte. Dann werde ich den Köpke verkaufen. Dass er uns einen kleinen Batzen Kohle bringt. Dann refinanzieren können. Also weit sind wir noch nicht. Wer weiß, ob wir die nächste Saison überhaupt bei Pauli spielen werden, Trainer sein dürfen, wie auch immer ihr nennen möchtet. Wie gesagt, meine Trainerbewertung ist mal eine 69, glaube ich. Aber Osare sorgt dafür, dass wir der Trainer bleiben werden mit seinem Körper. Vorarbeit von Sobota. Aber zieht ihn trocken ins kurze Eck. Keine Chance für Kronholm. Durch deinen Kasten.
Sousa auf Bigaike. Bigaike geht auf den Beinen, trotz des Faules hier. Köppel vertändelt den Ball. Sousa gefällt mir echt gut. Also. Hat es auch gleich zum Stammspieler gebracht. Nur weil sich hier im Moment ein paar Auszeiten gönnt. Seine Leistungen nicht so top sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber Zetra ist hier auf der Spur. Der Pfund gerade. Schnell gekommen, falls sie auskommt. Direkt. Was? Nix war das, nix. Oh, komm schon. Ein falscher Knopf. Wie geht das, wenn ihr den falschen Knopf drückt? Der Keeper auf einmal meint, er müsste ihn nach vorne holen. Da kriegt man echt Panik. Oh! Sousa, da hast du nicht mit gerechnet. Dann muss der Köpke ja aber. Er ist recht mit gerechnet. Also, Sobota hilft ja hinten noch mit aus, wenn sein muss. Sousa, sehr schön. Auf Bigaike. Und da hält er den Schädel einfach mal hin. Und. Na. Damit gehen wir mit einem 1-0 Vorsprung in die Halbzeit. Kein gutes Spiel, aber auch kein schlechtes Spiel. Es ist so ein, so ein Mittelding, würde ich sagen. Lass uns erstmal schauen mal, wie es sich entwickelt. Ich bin hier von Bigaike. Der Anfang war schön. Der Rest war einfach nur mies. Schöne von Osawa. Ah, Sousa kriegt da den. Komm schon. Alter, Bruno, du musst da nicht hin. Gut, die Nacht. Schön davon, so wie ich. Schön zurückgetrieben. Der kleine Bigaike, der hat ein bisschen Probleme mit dem Kopfball. Wie ich normal ist. Ein kleiner Spieler. Dafür ist er klein und wendig. Das war ein schöner Spielzug. Ah, den kann Kronholm leider viel zu leicht runterflicken. Aber schön auf Sousa. Köpke. Einfach mal rein davon. Das war ein bisschen kacke.
Aber jetzt. Aber jetzt. Jetzt aber. Ja. Wechseln wir einfach mal Ozawa aus für Nick Dia. Aber hat ja auch gut gespielt die ganze Zeit. Edwards, Nick Dia. Hat ja in der letzten Partie gute Ansätze gezeigt. Naja, nicht gekrönt durch ein Tor. Aber warum wird sich heute gehen? Wir sehen wirklich schon den Ball. Ah, da setzt er ihn. Schiri. Kann ich aber auch. Ich bin kein Fall. Komm, so mich. Gut. Von Sousa. Wieder täglich von ihm. Paar noch die ganze Zeit. Soll ich Tipke auswechseln? Das ist Sammy Alec. Weiß es nicht. Mann, nicht so ein Fuck. Wie passt da jedes Mal? Ah. Wenige Regeln von Sobich und Cucciarella. Geht hier, kann man einfach mal. Kannst du einfach mal schicken. Ist schnell. Ah, kann ich, da brauche ich mit Gelge nichts Kopf bei hier, also. Da passiert nichts. Ja. Und so ich. Zeig deine 1,99 Meter. Unser letzter Wechsel. Sousa geht raus und Johannes Flum. Packt mal wieder die Anzeige oben. Komm, Nick Dia. Kann man einfach mal schicken. Das ist die Geschwindigkeit. Irgendetwas zu eilig. Oh, da verschätzt sich da los. Aber Zetterer ist da. Kein. Gefahr, würde ich sagen.
jetzt Nketiah haben müssen. Der viel über seine eigene. Und damit endet die Partie 2:0 für uns. Damit sind wir wieder positiv weiter oben. Sind wir? Schauen wir mal. Und wo sind wir? Wir sind sogar Erster. What the fuck? Also es ist ja echt. Ist Rang 9? 3 Punkte! Auf Rang 9 haben wir 3 Punkte fucking Vorsprung. Willst du mich verarschen? Ja, und damit sehen wir uns in der nächsten Partie gegen. Moment, ich schaue auf meinen schlauen Zettel. Düsseldorf! Nächste Partie gegen Düsseldorf. Bis dahin. Ciao, ciao!